Ja, liebe Andrea Rybenik und lieber Marco Koschan, lieber Raphael Fostel, vielen Dank für diese Einladung heute zu diesem Vortrag und zu diesem Symposium. Ich werde jetzt nicht mehr auf die Biografie von Boris Lurie eingehen, sondern gleich auf seine Verarbeitung dieses Ereignisses, dieser Biografie, die so außerordentlich war. Ich habe hier ein Zitat. Er sagt, ich war immer verhindert, so angenehme Sachen zu machen, angenehme Bilder, Impressionismus oder so. Das hätte ich gerne gemacht, weil es mich in eine bessere Stimmung gestellt hätte. Aber es hat mich immer etwas daran verhindert. Das ist also hier der entscheidende Punkt in meinem Beitrag. Und ich zeige Ihnen hier einen frühen Selbstporträt von 1946, bereits in New York. Und ich zeige Ihnen hier eine dieser frühen Arbeiten, die er gemacht hat, das Haus im Ghetto. Er malt hier das Haus im Ghetto. Die Adresse ist bekannt, das Haus existiert auch noch. Und man kann hier sehen auf dieser Karte von Riga, dass das Ghetto hier in diesem Bereich hier unten war. Diese Karte hängt auch in seinem Atelier in New York. Wir sehen hier frühe Arbeiten, die War Series hat er das genannt. Das ist sozusagen erste Notizen, die er 1946 gemacht hat in New York. Hier sieht man eine Situation, wie er sie selbst geschildert hat. Er schreibt, was da vorgekommen war, es schien mir alles wie ein schlimmer Traum. Ich habe mich gar nicht für die Einzelheiten interessiert. Später ist das alles zurückgekommen, aber das war viel später. Also er fühlte sich auch gar nicht als gedemütigter KZ-Häftling. Er sagte, ja, also ich war bei den Siegern, ich war nicht der überlebende KZ-Häftling. Und er ging nach New York, weil eine seiner Schwestern eben überlebt hat, die der Vater nach Italien geschickt hat. Und wir haben also jetzt hier eine Reihe von Bildern, die ganz früh erste Eindrücke zum Beispiel von der toten Mutter zeigen, die schon ganz in einer anderen Welt lebt. Das sind Bilder, die an Kubin oder Enzo erinnern. Es sind Bilder, die etwas historisieren oder auch symbolisieren. Und wir sehen hier zum Beispiel eine nächtliche Szene mit Scheinwerfern, ein Erhängter am Galgen. Es sind albtraumhafte Darstellungen. Oder hier das Bild mit dem aufgereihten Häftlingen. Oder hier Prison Entrance, also Eingang ins Gefängnis. Weg, zurück von der Arbeit, Eingang ins Gefängnis. Und die werden wie ein Sog, werden diese Gefangenen eingesaugt von einem Tor, das aber auch erinnert an die Tür eines Krematoriumsofens. Das hier ist genannt auch Eingang. Und es zeigt einen Typus von Gefangenen, die man Muselmane genannt hat. Das sind Häftlinge, die sich bereits selbst aufgegeben haben. Und sie werden hier in einem magischen Licht gezeigt als Wächterfiguren mit umgestülpten Abfalleimern auf dem Kopf. Und in der Hand tragen sie also wie präsentierende Gewehre ihre Besen, mit denen sie reinigen. Also es ist sozusagen ein erster Versuch, überhaupt etwas darzustellen. Und er hat dann selbst gespürt, dass er diese Erfahrungen eigentlich nicht so machen kann, dass es ein Illustrierendes ist. Er hat dann auch gelernt, er war also in New York in einer Malschule und hat festgestellt, im Verhältnis zur Kunstgeschichte, das kann man eigentlich nicht machen. Man kann das nicht, man muss die Dinge im Rohzustand lassen und sie nicht in eine symbolisierende Sprache übersetzen. Das ist also eine erste Erkenntnis sozusagen, eine Ahnung der Unmöglichkeit, das Nichtdarstellbare, nämlich die Gaskammer, die er selbst ja nicht erlebt hat, überhaupt das Grauen dieser KZ-Welt darzustellen. Und wie gesagt, er war in Art Student League und er hat dort bei Reginald Marsh gelernt, das war ein sozialer Realist. Auch George Grosz hat dort gelehrt, also auch der Verismus eines George Grosz kann das nicht mehr darstellen.
Und er fängt dann an, die ersten 49, 50 entstehen diese Dismembered Women, wo er also etwas darstellt, was schon Gegenwart ist, nämlich New York. Die Frauen in New York, die alle so fett sind, wirklich zerstückelt, schreibt er, das hatte sicher etwas mit der Vergangenheit zu tun, vermutet er, ja. Aber damals hatte ich das nicht verstanden. Intellektuell habe ich das gar nicht verstanden. Also Sie sehen, er tastet sich eigentlich erst an das Geschehen heran, an das, was er darstellen will. Hier ist noch eine zweite Darstellung. Und in diesem Bild, das ja auch im Titel meines Vortrags steht, Freiheit oder Läuse, da zerrissen zwischen der Erinnerung an die Shoah und zwischen der fremden Heimat New York mit ihrer entsetzlichen Realität auch, der Entwertung von Körper, von Schönheit, durch die Werbung, durch den Kapitalismus, in einem Art auch Rohzustand, wie Amerika das ihm anbot, was für ihn natürlich auch eine total fremde Welt war, noch dazu nach 4 Jahren in der KZ-Lagerwelt. Und in diesem Bild hier, das Liberty or Lies, also Freiheit oder Läuse heißt, also hier kommt nun etwas plötzlich an die Oberfläche, ungeordnet, eben in einem Rohzustand, nicht illustrativ, nicht als Repräsentation von Wirklichkeit, sondern in einer völlig chaotischen Flut von Erinnerungen auch setzen. Es bekommt eine völlig neue Form. Und ich zitiere Ihnen mal aus dem schon erwähnten Buch in Riga, was Raphael Fostel zitiert hat, zitiere ich Ihnen mal eine Passage, wo er sagt, dass dieses Gemälde skrupellos wechselweise die Geschichte deiner Vergangenheit und die Erfahrung der amerikanischen Realität Ende der 50er Jahre übereinander gelagert hat. Das Bild ist 1959 entstanden, also schon fast 20 Jahre, nachdem er das KZ verlassen hat. Und er schreibt hier, bis alle diese ungleichen im Verlauf überdeckten, ausgelöschten kleinen Kapitel werden hier, kleinen Kapitel, also diese Fetzen, werden hier in einem vereinten Werk geliert, sozusagen, übereinander gelagert und geliert. Das ist also genau auch seine Beschreibung, rückwärts blickend von 1975 auf dieses Werk von 1959, das ich also als ein Schlüsselwerk empfinde für die Kunst, die ihn dann bekannt gemacht hat, die wir ja auch hier in der Ausstellung sehen. Und ich zeige Ihnen einfach mal ein paar Details. Also hier Liberty and Lies, der Titel. Sie sehen hier ein Foto aus dem Ghetto in Riga. Sie sehen hier den Namen Shani, das ist der Name der Schwester, die ermordet wurde. Wir sehen hier April 18, also 18. April, das Datum der Befreiung in dem Außenlager von Buchenwald bei Magdeburg. Und wir sehen hier ihn selbst links in einem Passfoto und rechts den Davidstern, den die Juden tragen mussten. Und hier sehen wir auch ein Zitat seiner Gemälde eben dieser zerstückelten Frauen, Dismembered Women. Und wir sehen hier seine Geliebte und Ehefrau Beatrice Lecornu, die hier in einem Foto zu sehen ist. Hier. Und ja, und wir sehen hier auch schon so etwas, ja, wie ein Flut von Farben, die jetzt über diese Zeitungsausschnitte, die Zeitung, die Gegenwart, ne, dass das täglich erscheint, was er hier zeigt. Und dann nennt er eine Arbeit, unabhängig davon jetzt, von 1962, Salat. Also so etwas wie ein Salat, den er hier anrichtet. Ein ungeordneter, aus Farbstrudeln bestehender Salat. Und als Vergleich habe ich hier rechts daneben von Jean-Jacques Lebel eine ähnliche Arbeit ohne Titel von 1963, also ein Jahr später. Das ist also ganz parallel. Also es überlagern sich in diesem Gemälde Gegenwart und Vergangenheit. Und es ist ein erster Versuch sozusagen, sich dem Tatort anzunähern. Und es ist die zweite Periode nach der illustrativen Form, jetzt eben das symbolistische Illustrative zu verlassen und sich in diese Farbstrudel, in diese Erinnerung einzutauchen. Und es geht eben darum, um das bewusste Verstehen des Selbst,
Also es begründet eine neue Kunstform. Und er sagt auch selber, das ist immer interessant, wie er dann später, ab 75 in seinen Texten, das reflektiert, was er eben davor sozusagen noch also nicht alphabetisch in den Bildern getan hat. Es geht um das bewusste Verstehen des Selbst. Und damit begründe ich eine neue Kunstform von vollständiger und waghalsiger und bewusster Ehrlichkeit und Offenheit, die durch unbewusstes Handeln, Gestikulieren erreicht wurde. Und das war Kunst und keine Data- oder Antikunst. Also hier auch ganz klar Bekenntnis zu dieser Form von Kunst, die für ihn ein Überlebensmittel werden sollte. Und das ist das Entscheidende eigentlich, dass er deswegen auch Kunst so verteidigt hat gegen die Kommerzialisierung der Kunst, gegen die Kommerzkunst, gegen die Kunstmarktkunst, die er eben als Krake des bezeichnet hat. Und er verweigert eben jede Kunstpraxis, die Kunst zu einem Konsumgut erniedrigt. Deswegen Antikunst dann auch wieder, aber nicht im Sinne gegen die Kunst, sondern gegen diese Form von Kommerzialisierung der Kunst. Das ist also für ihn ganz entscheidend. Und wir sehen ja auch, wie wichtig eben das Sichtbarmachen von Traumata ist durch die künstlerische Arbeit. Das ist eben auch ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Und es kommt dann ja zu Abstoßbewegungen. Er wollte Amerika verlassen. Es war für ihn fast unerträglich. Adieu Amerika. Es gibt ganz viele Bilder, die das thematisiert haben. Hier auch mit Lumumba. Und wir sehen also, wie er sich mit dem amerikanischen Imperialismus beschäftigt, diese Einflussnahme auf Freiheitsbewegungen, wie hier also Patrice Lumumba, der rechtsmäßig gewählte Ministerpräsident der Republik Kongo, ermordet wurde. Es geht um die Uranvorkommen in Katanga. Also es geht immer wieder um diese amerikanische Welt, etwa hier bei Susie Sweet, die hier mit auch wieder den Pin-Ups umgrenzt. Und in der Mitte sehen Sie also dieses Bild dieser sehr heuchlerisch frommen Familie hier um einen Truthahn, das sogenannte Thanksgiving-Mahl. Und vergleichbar daneben habe ich jetzt gestellt Norman Rockwell, Freedom from Want von 1943, also Freiheit von Bedürfnissen. Es war eine der vier Freiheiten, die in einer Millionenauflage als Plakate gedruckt wurden, diese Gemälde. Und sie wurden also vom Treasury Department, vom Finanzministerium verwendet, um damit die War Bonds, die Kriegsanleihen sozusagen zu bewerben, 1943 mitten im Krieg. Also für diese Werte kämpft ihr Soldaten draußen an der Front und dafür soll man Geld geben. Oder hier natürlich diese Ikone Mrs. Kennedy, auch hier wieder durch die optische Gestaltung ein No, Mrs. Kennedy heißt das letztendlich von 1963. Und im Vergleich sehen Sie rechts unten von Jacques Lebel wieder Religiosität, eine variable Skulptur. Da nimmt er also einen Werbeaufsteller der französischen Wochenzeitung France Dimanche, also Frankreich am Sonntag, und sieht also de Gaulle oben, und unten sieht man, wie sie sich die Kennedys, die Eheringe anstecken, und es steht dazwischen dann, darunter steht dann, nie wieder wird sie also hier sich trennen von ihrem Mann, sie wird nie wieder heiraten, was ja dann doch nicht ganz gestimmt hat. Wir sehen, wie Warhol gleichzeitig, zur gleichen Zeit, also 64, 65, zur gleichen Zeit, wie Lurie mit so einer Ikone umgeht. Einfach seriell, ja, also einfach das Phänomen der Massenproduktion zeigend, während er das natürlich interpretiert, in einen Kontext setzt, eben hier mit den amerikanischen Nationalfarben und den beiden No's, die durch die Ausschnitte hier und oben zu sehen sind. Und wir sehen eine weitere Ikone, das ist hier oben rechts von Boris Lurie 1963, Oswald, also die Kennedy-Ermordung, die ja auch Anlass dann ist für diese Jackie Kennedy-Serigraphien. Und wir sehen unten das berühmte
Bild von Wolf Fostel. Wir waren so eine Art Museumsstück. Das können Sie hier auch erkennen. Das steht hier, ein Ausschnitt aus der FAZ, zitiert aus dem Auschwitz-Prozess in Frankfurt 1963-64. Und das Bild ist auch 1964 entstanden als Reaktion auf diesen damals ungeheuer wichtigen Prozess in Deutschland, der überhaupt nach dem Eichmann-Prozess in Jerusalem überhaupt das Thema in Deutschland wieder überhaupt in Erinnerung gerufen hat. Also es gab ja auch in der ganzen Öffentlichkeit keinerlei Wissen und keinerlei Erinnerung an diesen ganzen Auschwitz-Komplex. Und da war dieser Prozess entscheidend. Da wurde jeden Tag, wirklich jeden Tag darüber berichtet. Und dieser Bericht war jetzt eben, bezog sich auf einen sowjetischen Kriegsgefangenen, der sagte, wir waren so eine Art Museumsstück, weil wir ganz wenige nur waren in diesem internationalen Lager. Aber es geht eben hier bei Fostel genauso wie bei Lori exakt genauso darum, dass diese Gewalt nicht vergangen ist. Die Gegenwart sozusagen dieser Gewalt, was passiert denn nach Auschwitz? Dann ist der 17. Juni, da ist die Kennedy-Ermordung. Das sind ganz viele Ereignisse. Und auch hier ist wieder eben viermal abgebildet der, dieser Oswald hier. Also das taucht hier auf von links bis hier rechts. Genau dieses Foto, exakt fast das, ja, das gleiche Foto, hier ist ein anderer Ausschnitt, taucht hier viermal auf und zeigt eben auch den Umgang, die Methode, die Boris Lurie und Fostel miteinander verbinden. Eine andere Arbeit von Boris Lurie ist hier Lolita von 1962. Da benutzt er unten das Filmplakat von Stanley Kubricks Film, der Anfang 1962 in die Kinos gekommen ist. Und die Sue Lyon ist hier zu sehen, 90 Grad gedreht, blickt sie dadurch, dass sie gedreht wurde, direkt nach oben auf dieses grauenhafte Foto, wo ein Gefangener versucht, aus dem brennenden Baracke zu fliehen. Und Hannah Arendt berichtet in ihrem Buch Eichmann in Jerusalem, dass ein Gefängniswärter Eichmann diesen Roman von Nabokov geliehen habe, damit er sich etwas unterhalten kann. Und Eichmann gab es zurück mit der Bemerkung, Lolita sei ein sehr unerfreuliches Buch. Also das ist diese Verschiebung, dass jemand sagt wie Eichmann, ich bin ein ordentlicher Bürger, ich verabscheue Nacktheit und Darstellungen von Sexualität und sie sozusagen sich angewidert davon abwendet und zugleich verantwortlich ist als Schreibtischtäter für Gebrechen ungeheuren Ausmaßes. Das ist das Gleiche, was auch Fostel umgetrieben hat, als er sich über die Studenten aufgeregt hat in Aachen nach dem 20. Juli, die sich also über seine Aktion, wo er erinnert in dieser Aktion an das Shoah, an die Ermordung in der Ukraine, wo er also dann auch ein Experiment mit ihnen macht, mit Drillerpfeifen, und wo sie also alle darauf reinfallen sozusagen und sich dann aufregen. Und er sagt, ja, warum regen Sie sich über meine Kunstaktion auf, die ja nur aufmerksam machen soll, und regen sich nicht auf, was täglich an Skandalen in der Welt passieren. Darüber regt sich niemand auf. Das ist also die große Frage, die hinter dieser Kunst auch steht. Und ich komme hier zum Saturation Painting, eines der berühmtesten Arbeiten von Boris Lurie, wie auf eine abgenommene Leinwand, also vom Keilrahmen abgenommen, hier ein historisches Foto setzt, das eben zeigt die Befreiung aus dem Lager. Und es wurde dann kommentiert, der New York Times, als Grim Greeting at Buchenwald 1960 im Time Magazin. Und wo sozusagen ja, also deutlich wird mit dem Begriff Saturation, was Susan Sonntag geprägt hat, wo sie eben sagt, dass all diese Fotos einer anteilnehmenden Fotografie mindestens ebenso viel dazu getan haben, schreibt sie, unser Gewissen abzutöten, wie dazu es aufzurütteln. Und dieser Begriff Saturation, das heißt Sättigungsgrad, diesen Begriff nimmt Lurie auf, ohne dass wir wissen, ob er diesen Aufsatz in Platons Höhle von Susan Sonntag gelesen hat. Er nennt das Saturation Painting und es zeigt eben genau diese Situation, die zeigt eben, wie der Zynismus einer überreichen Gesellschaft, die sozusagen wie in einem Sandwich die Fotos von Auschwitz
Nebenfotos von Pin-Ups zeigen kann, von Werbebildern, wo die Frau, der Körper, die Schönheit, die Sexualität zu Werbezwecken missbraucht werden. Das ist eben genau das, was er hier zeigt. Und er zeigt, und er sagt ja auch selbst 1960 in einem Kommentar, ich schnitt hunderte von Girlie-Fotos aus. Wir sehen das hier, wie er sie hier auch in einer Art Rohzustand nebeneinander hängt. Hier noch ein zweites Beispiel. Und sie stehen da an der Wand, sie wachsen, sie verließen mich nie, ich musste einfach etwas tun. Ich riss die Mädchen von den Wänden und sie landeten auf der Leinwand. Und sie, um sie und über sie ergoss sich die Farbe und das war sozusagen der Versuch, die ungebetenen Gäste wieder loszuwerden. Also das ist die Situation. Hier ist nochmal ein Ausschnitt von dem Saturation Painting und hier eine weitere Variante aus dem Warschauer Ghetto, das berühmte, ja auch schon ikonische Foto mit dem Jungen, der die Hände erhebt, auf einem Badefrottee sozusagen, auf einem Frottee-Tuch. Ich erinnere mal daran, wie Art Spiegelman reagiert hat, als er gefragt wurde, ob man die Shoah, den Völkermord, mit Pornografie in Verbindung bringen darf. Und da sagte er nur, Art Spiegelman, der Autor von dem Maus-Comic, Auschwitz war geschmacklos. Also Saturation zielt auf diese Bilderflut, die uns, die eigentlich alles entwertet, alles merkantilisiert, alles sozusagen dem Gesetz der Verwertung und ja, des Profits aussetzt. Und der Grund war eben, es soll ästhetisch verstören. Und hier ist eben eine Arbeit, die, ja, man kann sagen, eine Art Ready-Made ist. Also hier wird gar nichts von ihm gemacht. Es ist ein pures Zitat eines Fotos und er nennt das Flat Car Assemblage. Aber die Assemblage ist nicht von ihm, die ist hier sozusagen im Original. Und es steht drunter 1945, eben das Jahr, bei Adolf Hitler. Also Adolf Hitler ist hier der eigentliche Autor, der Künstler. Das Fundstück als Ready-Made ist ohne jeden Kommentar. Und was er damit sagen will und auch kommentiert hat dann später, ist, dass wenn man schon diese Avantgarde-Idee, das Kunstleben werden soll, ins Leben übergehen soll, das ist ja die Idee der Avantgarde seit den frühen 20er Jahren, dann war Hitler der wirksamste Künstler gewesen. Der Künstler nämlich, der die weitreichendsten Folgen hatte. Und wir sehen hier eine weitere Railroad to America und diese Assemblage kommentiert nochmal, hier hat er etwas getan, er hat hier oben diese Schläfenlocken eingefügt hier und er hat hier dieses Pin-Up-Foto darüber geklebt. Und das wollte ich mal vergleichen hier mit einem deutschen Künstler, Blala Hallmann, der hier links zu sehen ist und muss sozusagen ja, diese Verschmelzung von Hitler und dem Nationalsozialismus und dem Siegeszug der amerikanischen Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg im ganzen Westen, natürlich auch in Westdeutschland, zeigt. Und Hallmann kannte Luri über Klaus Teuerkauf. Er wurde auch in die No-Art-Gruppe zeitweise auch einmal mit aufgenommen. Das Bild heißt, wenn die bunten Fahnen wehen, das sind im Hintergrund, die bunten Fahnen sind die Flaggen der europäischen Staaten auf dieser Linie, der Moonlight Aria Express, Festung Europa, 1991. Und wir sehen also hier zwei masturbierende Frauen mit Gasmasken, jeweils hier mit dem deutschen und mit der amerikanischen Binde am Arm und am Heiligenschein. Und die sind eben auf einem Leichenhaufen, auf einem Eisenbahnwaggon, auch wieder hier. Ne? Hier ist es also ein Eisenbahnwaggon. Und auf diesem Leichenhaufen, vergleichbar ja auch hier mit dem von Luri, ist darunter dann unter den, also wo die Räder eigentlich sind, sieht man also Nazi-Helden, auch Hitler. Und links ein Mädchen, das also eine Hakenkreuzfahne schwenkt, die schauen sozusagen aus den Öffnungen eines Krematoriumsofens. Und man kann sagen, ja, an der ganzen Szene hängt die Weltkugel als Ballon am Galgen und Deutschland und Amerika befriedigen sich gemeinsam über den Leichen der Vergangenheit und Gegenwart. Und das ist schon ein sehr
böses Bild. Und wir sehen hier, wie er auch sozusagen die Werbung, die Ladenschilder, also hier mit den Hard Writings verwendet. Wir sehen aber auch, wie, oder hier Please, wir sehen aber auch, wie Gerhard Richter zur gleichen Zeit auch wieder 1962 an einem verlorenen Bild, das also nicht mehr existiert, Erschießung genannt. Da geht es um die frühen wilden KZs in Berlin, 33 im Februar, März 33, Erschießungsszene und drunter die Blendax, die Zahnpasta-Werbung mit den Frauen. Also auch hier eben genauso wie bei Lurie die Kritik an den Massenmedien, die brutal und zynisch ausnutzen für ihre Konsumwerbung und das Zusammenbringen Tod und Werbung. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, bei solchen Bildern ist eben auch immer der alte barocke Vanitas-Idee dabei. Die junge Frau, die schöne Frau, die dann auf der Rückseite als Skelett plötzlich zu sehen ist auf diesen Bildern. Das steckt natürlich auch dahinter. So, jetzt kommt nochmal Vostell, der also auch mit dieser Werbung arbeitet, hier in dem Coca-Cola-Bild von 1961, wo man dann wo er sozusagen statt mit Farbe mit den Ausrissen arbeitet und damit arbeitet, was unter den Plakaten, das sind vielschichtige Plakaten, dann die Mutter mit Kind oder eine Reiterszene aus einem Cowboy-Film hier zu sehen ist und so weiter. Und ein anderes Beispiel ist natürlich Marilyn Monroe, James Mansfield, alle auch aus dieser Zeit gemacht, also auch in Verbindung mit Pop-Art, aber eben in einer politischen Form. Und dann hat Vostell dieses schwarze Zimmer gemacht, das also auch mit den Namen Auschwitz und Treblinka arbeitet, nämlich mit dem, das ist der deutsche Ausblick, wo auch die Nachrichten über das Fernsehen eingespielt werden, vor Kinderspielzeug, Zeitungsausschnitten, Spiegeltitelseite, Stacheldraht oder hier Treblinka. Oder hier der Auschwitz-Scheinwerfer, den er hier zeigt. Und das ist dann auch weitergeführt worden von ihm in New York. Die haben sich ja 1963 kennengelernt, Vostell und Lurie. Und Sie sehen hier das Happening You. Das fand statt in einer Villa mit Tennisplatz und Schwimmbad. Und hier hat er also eben die Horrorszenen sozusagen mit dem Publikum als aktive Teilhaber nachgespielt. Man sieht eben hier ein Trampolin mit Ochsenlungen und man sieht hier, wie die Menschen, oder hier sieht diese Fernseher mit tagesaktuellen Nachrichten. Und die andere Arbeit von ihm war 24-Stunden-Happening, wo er auch eben an Auschwitz erinnert, wo er dann also die Leute, das Ganze hieß die Folgen der Notstandsgesetze, war wirklich 24 Stunden mit, Sie sehen hier Lungen und Innereien und Fleisch, dass er mit Nadeln spickt. Und Sie können sich vorstellen, das ist eine Attacke auf alle Sinnesorgane, also auch auf unsere Nase, das Geruch des verwesenden Fleisches, 24 Stunden in einer Villa mit Parkettboden. Und hier operiert er mit diesen Nadeln. Also er will alle Sinnesorgane treffen, er will die Menschen aktivieren, er will sie aufrütteln, dass sie nicht passiv daneben stehen. Sie müssen sich ja auch beteiligen. Es gibt dann auch Aufforderungen oder hier liegen sie dann selber, also die Besucher sind beteiligt hier in diesem Gerüst, das natürlich an ein KZ-Lager erinnert und tragen Teile von diesen Lungen und diesen Dingen. Es ist genau der Versuch, diese Barriere zu überwinden zwischen dem Künstler und dem passiven Zuschauer, der daneben steht. Und wir haben jetzt hier von Goodman diesen Altar. Der hat ihm auch Fotos besorgt, dem Boris Lurie. Ich erinnere nur daran, das ist ja in der Ausstellung. Und zeige, wie das eben parallel dann von Niki de Saint-Phalle gemacht wird. 1962 macht sie den Altar der Unschuldigen, den Sie hier sehen. Also sie arbeitet mit ähnlichen Dingen. Bei ihr war es oft die persönliche Attacke des Missbrauchs durch ihren Vater, der sie veranlasst zu diesen Schießbildern. Wir haben dann hier die Puppe von Goodman, Tod und Wiederauferstehung genannt, 1961, eine verbrannte Plastikpuppe, die auch, hier ist sie Teil, also hier ist sie auch als eine Puppe sehr integriert in diese Skulpturbombe,
von Goodman. Und wir sehen sie hier nochmal im Detail. Dann ist die Miss Vietnam von Vostell, die an auf einem Schießplatz in Köln installiert hat. Und wir sehen hier also diesen Verlauf. Und hier ist der Schießplatz, wo man also, wo jeder sozusagen seine Schießübungen machen kann. Hier ist das sozusagen das Ziel. Und von Niki de Saint-Phalle gibt es eben auch diese Assemblage, die sich nennt Figur mit Dartboard, wie man sie in Kneipen kennt in England, wo man mit solchen Pfeilen drauf schießt. Oder hier hat sie Khrushchev und Kennedy zusammengeschweißt, so eine Art Schießscheibe. Und hier ist nochmal die Bombe von Lebel und eine andere Collage von Lebel. Also das möchte ich nur als Hinweis geben, das ist in der gleichen Zeit diese politische Form der Pop-Art, die mit Assemblagen arbeitet. Und das geht dann bis ins Persönliche, dass Vostell, als er nach Berlin kam, dann sich diese chassidischen Schläfenlocken hat wachsen lassen und dafür bespuckt und angegriffen wurde. Er wollte das tun, einmal, weil er auch glaubt an eine jüdische Herkunft seiner Mutter, aber auch, weil das erst im Straßenbild verschwunden ist, dieses Fremde. Und das gab es in Berlin vor dem Krieg, war das ganz vertraut. Und das haben die Leute aber sehr, sehr negativ aufgenommen. Und hier ist nochmal zu sehen. Ja, und dann komme ich zur No-Show. Dann haben wir das ja schon gesehen, diese No-Sculpture, wo er nun jetzt nochmal eine Attacke auf den Kunsthandel führt, wo er dann auch direkt diese Scheißhaufen sozusagen benennt nach berühmten Galeristen wie Shit of Castelli oder Shit of Sonnabend. Und da auf einmal, sagt er, kamen dann die ganzen Sammler und waren auf einmal hellwach, ja, und fanden das ganz spannend, ja, wie sie hier attackiert wurden sozusagen. Wir haben ja schon gehört vom Tod des Vaters 1964. Wir haben gehört, wie beengt er gelebt hat, wie im Ghetto sozusagen, in Souterrain-Wohnungen. Wir sehen hier ein Foto, wir sehen hier oben rechts seine Geliebte, die ermordet wurde im KZ Ljuba Treskunova. Und wir sehen hier auch wieder Bilder, Straßen von Ghettos und so weiter. Und wir sehen, wie er jetzt sozusagen in einem nächsten Schritt 1975 literarisch damit umgeht. Wir wissen ja, es gibt diese zwei Hirnhälften. Die eine ist für die Bilder, für die Gefühle zuständig. Die andere ist für das Schreiben, für das Verstand, für das Rationalisieren zuständig. Und da möchte ich Ihnen gerne aus dem schon erwähnten Roman Anitas Haus ein paar Passagen zugänglich machen, die, glaube ich, wichtig sind zu den Bildern, die ich dann zum Schluss hier auch noch zeigen will von ihm. Es geht nämlich hier um ein Dominar-Studio, das gleichzeitig eine Galerie ist, eine vornehme Galerie in den, sozusagen im Norden Manhattans. Es gibt die Herrinnen und die Sklaven. Es gibt auch zwei Deutsche, Hans und Fritz. Und das Haus ist kein Gefängnis, es ist offen, man kann kommen und gehen. Und die Dominars sind gleichzeitig die Galeristinnen und die Künstler sind, die Sklaven sind eben die Künstler. Und es geht um die erotische Macht, die verführerische Macht der Beziehungen zwischen Opfer und Täter, wie es ja auch in Liliana Cavanis Film Der Nachtwächter 1964 Thema war. Also hier wird das Verhältnis von Kunstmarkt, den Galeristinnen und den Künstlern sozusagen übertragen auf dieses Bild, das Nachtlage. Bin ich schon am Schluss? Nee, darf ich noch ein bisschen? Okay, bin auch jetzt schon am Ende. Also jedenfalls finde ich das sehr wichtig zum Verständnis. Ich zitiere mal aus dem Roman. Wenn sich neue Künstler vorstellen, sind sie genötigt, sich zu entblößen. Beflissen untersuchen die Dominars ihre Gemächte, als ob es Gemüse auf dem Markt wäre. Die Künstler sind offensichtlich Konsumgüter, unterscheiden sich kaum von Lumpenproletariern, die auch nur ihren Körper zum Markt tragen können im Kapitalismus. Dann gibt es eben Hans und Fritz und dann gibt es aber Bobby. Und Bobby ist sozusagen der Gegenentwurf, das alte Echo von Lurie. Und der ist erstaunt, er weiß eben nicht, wer er ist und woher er kommt. Im Gegensatz zu den Deutschen, die das ja genau wissen. Und als er dann als Jude angesprochen wird, wundert er sich über seine Tätowierung, dass er Russisch sprechen kann. Und dann kommt ein Moment,
da kehren seine Leichen zurück. Die klopfen quasi an der Galerie an und machen ihm bittere Vorhaltungen, den Nazis und auch den Amerikanern die Stiefel geleckt zu haben. Diese Wahrheit, schreibt er im Roman, ist schmerzhafter als sämtliche Folterungen, die er erlebt hat. Und die Leichen werden aber jetzt aufgenommen ins Bordell und in die Galerie, aber sie müssen gewaschen werden. Denn Manhattan ist und die Galerie überhaupt ist etwas Aseptisches. Sie sind Kunstschätze. Bald werden sie keinen Geruch mehr an sich haben, außer dem des Museums. Also in Luris Vorstellung ist das die kapitalistische Kunst, das zitiere ich wörtlich, die Waschmaschine von Geschichte und Leid. Nach ihrem Schleudergang erhält alles anstößige, geruchslose Waren oder Geldform. Wir wissen ja das alte römische Sprichwort, pecunia non olet. Die Galeristin Polanitzer sagt, das Geld wischt alles weg, wie mit Zauberhand, sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart. Die Kunst lässt die Leichen verschwinden, indem sie sie ausstellt. Also hier ist sozusagen auch noch ein weiteres Zitat interessant. Er spielt oft einen Dr. Geldpeer an, Anspielung auf Henry Geldzahler, und erklärt, wie klar wird es mir nun, sagt der Bobby, dass die höchste Kulturstufe die Unterwerfung ist, nämlich das fraglose Hinnehmen der historischen Ereignisse. Und das ist genau der Moment, der dann eigentlich verständlich macht, was er 10 Jahre davor in diesen Bildern hier zeigt. Hier, das ist auch in der Ausstellung hier. Das sind alles sozusagen Szenen, die er zusammenstellt, die er montiert. Zum Teil hier ist von Vostell eine Arbeit aus 100 Ereignissen mit der Mercedes, also mit der Gasmaske. Und wir sehen also hier solche Szenen, die zum Teil von ihm dann übermalt werden. Und wir sehen, die nennt sich zum Teil Love Series, Triple Bound. Und hier, das ist ein Ausschnitt, das ist eigentlich auch wieder ein Fundstück aus der Zeitung, was er hier auch vergrößert hat. Wir sehen das am Raster. Und dann im Vergleich Alan Jones, der englische Popkünstler mit Headstand Table Chair von 1969, der nun eine ganz klinisch kalte, hygienisch saubere, masochistische Konstellation der Entwürdigung und Demütigung der Frau zeigt, zum Amüsement eines Sammlers wie Peter Ludwig, der das auch gekauft hat. Und wir sehen Sarah, hier noch einmal eine zweite Variante. Ja, das sind diese Kuschel, damals 60er Jahren sehr beliebten Teppiche. Und das ist aber jetzt Sarah Lucas, ja, 2018, eine ganz andere Form. Und jetzt wollte ich noch, aber ich glaube, ich höre auf, weil es wird schon zu lang, noch anzugehen hier auf Lebel und auf Baselitz und auf das alles. Sondern ich komme jetzt zum Schluss und wollte Ihnen noch mal als sozusagen ein Resümee geben. Und hier, ja, dass eben praktisch für ihn das Entscheidende war, das Leben als Rohstoff, als Rohmaterial zu lassen, es nicht zu interpretieren, es nicht zu historisieren und in Symbole zu bringen. Und die Vorstellung eben, dass das vergangene Leben, das so unwahrscheinlich und absurd war, doch eben ein Versuch, es zu verstehen, es in ein Bild zu bringen, es zu fassen. Und letztendlich geht es darum, dass, wie Primo Levi gesagt hat, in seinem letzten Buch Die Untergegangenen und die Geretteten, das ein halbes Jahr vor seinem Freitod 1986 geschrieben hat, dass er geschrieben hat, der Überlebende der Shoah ist so von seiner Erfahrung gebrandmarkt, dass er nie wirklich überlebt hat, sondern gefangen ist in dieser Erfahrung und bis zu seinem wirklichen Tod, wie aus einem Zwang heraus, nichts anderes tun kann, als zu schreiben, zu malen, auszudrücken und zu erinnern, was eigentlich nicht auszusprechen, nicht auszudrücken ist. Und deshalb können diese Erfahrungen eben nie sublimiert werden, nie in ein symbolisches, schönes Bild gebracht werden, auch nicht in diese Noir-Bilder sozusagen, die er am Anfang gemacht hat, sondern sie müssen im Rohzustand bleiben. Und sie sind Erfahrungen, die eben Vergangenheit als unabgeschlossen, ohne Erklärung, trostlos in all ihrer nackten Brutalität zeigen. Und deswegen kann diese True Art, hat man es auch genannt,
die auf der Erfahrung von Auschwitz gründet, jede Deutung verweigern und jede Interpretation. Sie muss ertragen werden, weil sie die Erfahrung der absoluten Aufkündigung der Grundsolidarität des Menschen mit dem Menschen als Mensch von Deutschland aus an den deutschen und europäischen Juden beinhaltet. Nicht auf Mitleid zieht sie, sondern auf Erschrecken. Das Erschrecken bleibt und kann nicht wegdiskutiert oder weginterpretiert werden. Und ich ende mit einem Satz von Luri. Ihm soll das letzte, sozusagen das letzte Wort bleiben. Du glaubst, mein Freund, mein Menschenfresserfreund, das, was gewesen ist, ist nicht mehr. Was ist geschehen und gewesen, das verschwindet nie. Das lebt forever, Darling, auf unerreichbaren Höhen oder tief in dem Seelenschmiel und kommt immer zurück und klopft schon an der Hirnetür. Danke.